Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch jetzt schon. Ich hatte es ja gestern schon angekündigt. Wir wollen heute über das Thema Schulnoten sprechen. Jetzt ist meine provokatorische Frage, ich weiß gar nicht, ob die provokatorisch ist. Ja, stellen Schulnoten bloß oder nicht? Ich hatte gestern schon mal angekündigt, dass wir das Thema Schulnoten später nochmal besprechen, aber jetzt nicht in diesem Fall in Anlehnung an das Bonussystem, weil wir heutzutage noch Schulnoten haben, später vielleicht was anderes. Sondern jetzt geht es einfach wirklich um das Thema Schulnoten. Ich habe es in meiner Praxis so gemacht und es hat sich sehr bewährt, kann ich gleich vorweg sagen. Und wir werden es auch an der soliden Schule in Celle machen, links unten in der Videobeschreibung, dass wir auch da wieder jeden Tag pro Fach eine Note vergeben. Und auch in den sogenannten Kopfnoten werden die Schüler jeden Tag bewertet. Jetzt nehmen wir uns hier mal ein Beispiel, nehmen wir mal an Karl Muster. Hat am Wochenende nichts weiter gemacht und man sieht das als Lehrer und kann dementsprechend eine Fleißnote geben, wenn man es möchte. Ne? Pardon. Und ist aber ein guter Schüler, was Mathe angeht und schreibt eine lockere 1 in einem kleinen Test und auch im Lesen ist er gut. Und schön schreiben mag er nicht so, das ist nicht seine Sache. Das lässt er sowieso immer schlurren, na egal. Jo, bleiben wir bei Mathe, nächsten Tag wieder eine 1. Er hat tatsächlich ein bisschen geübt, ne? Sieht man. Und ja, am Mittwoch dann ja, hat er sich darauf verlassen, dass er ein guter Mathematiker ist, glaubt er. Schreibt eine 2, ach, ist ein Ausrutscher und am Donnerstag dann prompt eine 6. Weil er überhaupt nichts gemacht hat, weil er dachte, das schüttle ich alles aus dem Ärmel. Die Kinder haben in der soliden Schule kaum Hausaufgaben auf und die hatten bei mir auch kaum Hausaufgaben auf, aber sie mussten wenigstens am Tag 5 bis 10 Minuten pro Fach investieren. Und das ist nicht viel, um das Gelernte zu üben. Was es für Tricks gibt, um das Gelernte leicht zu behalten, das werde ich hier oben nochmal verlinken. Da könnt ihr ruhig, ruhig raufgehen. Dieses Video bleibt dann stehen, wenn man einen PC benutzt. So, was passiert dann letzten Endes? Sein Durchschnitt liegt bei 2,2, also hat er für diese Woche eine 2. Das Schöne ist dabei, so eine 6 erschlägt einen dann nicht. Ne? Das ist dann nicht tödlich für die Gesamtzensur der Woche. So, und dementsprechend das auch in den anderen Fächern und auch in den entsprechenden Kopfnoten drückt sich das dann teilweise mit aus. Aber was das Schöne ist, und das hatten wir in einem Gymnasium, da hatte ich diese Noten immer sehr schön befüllt und das hat den Eltern auch gefallen. Die Eltern hatten direkten Zugriff auf die Noten ihrer Sprösslinge. Das brauchten die Lütschen also gar nicht zu verheimlichen. Die Eltern brauchten bloß nachzugucken. Was ist denn los? Wie stehst du denn? Ach, Herrgott, was hast du denn bei Herrn Köhler hingestellt? Hast du eine 6 gefangen? Du bist doch sonst so gut. Ja, na, und so weiter und so fort. Also das hilft den Eltern auch, die Übersicht zu bewahren, dementsprechend mit einzugreifen, aber das hilft den Schülern auch und es macht die unwahrscheinlich stolz. Pardon. Das Schöne ist daran, wenn man jeden Tag, also die Schüler auch dadurch dazu bringt, dass die jeden Tag ein bisschen üben, werden sie erstens besser und zweitens werden sie sehr stolz auf ihre eigenen Leistungen und sind wirklich dann scharf drauf, diesen Test zu schreiben. Das ist mir mal passiert, da hatte ich, also 2, 3 Mal passiert in meiner ganzen Laufbahn. Da hatte ich vergessen, den Test mitzubringen. Ich hatte ihn aber zum Glück im Vorbereitungsraum liegen. Und, oh Mensch, ich hatte extra gelernt. Da wollten sich manche verbessern. Und dann mal ein Einschen, ich sage mal Zensürchen dazu, weil letzten Endes diese Zensuren an den einzelnen Tagen dann die Wochennote ergeben. Und da wollten die ihre Wochennote aufbessern. Aber ich hatte es natürlich dann hingekriegt. Aber so läuft das dann eben. Also, will sagen, es macht keinen fertig, wenn er mal nichts getan hat. Da stirbt keiner einer 2. Es zeigt aber sehr deutlich, wo steht derjenige. So, und jetzt sind wir wieder bei dem Nachtrag zum Buch. Letzten Endes, wer will denn nicht bloßgestellt werden? Und wer meckert denn am meisten über Schulnoten? Na, die, die so tun, als wenn sie, aber nur das große Maul haben. Die also groß rumtönen, hochgestochen sprechen vielleicht noch, aber ansonsten keine Ahnung. Die möchten keine Noten. Das ist meine Erfahrung, aber auch jetzt stelle ich es zur These. Das heißt, lasst uns drüber diskutieren. Sind Schulnoten so, wirklich so nutzvoll oder schädlich oder was auch immer? Bleibt beim Thema, alle anderen schmeiße ich raus. Wisst ihr? Wir wollen ja uns das Thema nicht kaputt machen lassen und alle was davon lernen, voneinander lernen. Irgendwas habe ich heute mit der Stimme, ist nicht schlimm. Gut, dann das bis dahin. Dann gucken wir mal jetzt und ich bin gespannt auf eure Wortmeldungen und was es da gibt und wünsche euch einen schönen Nachmittag und Abend und bis zum nächsten Video. Sage ich nur, Leute, macht was, aber macht's gut. In diesem Fall Aufruf,
gründet solide Schulen. Also, bis später. Tschüss.